Hast du? Gut. Hallo bei der Wande im Kreis Kolbe. Wir sind jetzt hier auf der Belegstelle und müssen jetzt hier wirklich stark mal nachfüttern. Wir haben hier noch ein zweites Mal besetzt gehabt. Man sieht jetzt auch hier schön, vorne haben sie noch schön Futter, aber hinten die Taschen, die sind wirklich komplett leer. Und jetzt macht sich das wirklich schön. Man nimmt das hier mit einem Stockmeißel, zieht das Teil wirklich schön raus und kann dann schön die neue nachsetzen und ist relativ schnell fertig, das nachzufüttern. Ja, auch hier Einheiten sehen wirklich schön aus, brauchen aber jetzt eben wirklich Futter. Und da kann man jetzt wirklich schnell nachsetzen. Und vor allen Dingen auch, wenn wir dann später die sauber machen, brauchen wir dann einfach nur auch die Teile rausnehmen und sind dann auch relativ schnell die Futterkammern hinten sauber zu machen. Wenn jetzt auch mal noch ein Rest drinne bleibt, der auch noch mal fest wird. Und jetzt hat man hier halt die Teile, die kann man relativ schnell wieder aufarbeiten. Und ja, wenn sie eben nicht mehr zu gebrauchen sind, kann man sie wegmachen. Hier hatte ich das vorhin schon gemacht. Und es ist wirklich, es kommt keine Räuberei hoch. Das vielleicht auch noch mit dazu. In Abideas flüssig nachzufüttern ist immer schwierig, weil ich habe dann immer, dass ich in, ich habe das meiste mal abends gemacht mit der Kopflampe, dann kommen auch Wespen oder Nissen, die stoßen dann immer an. Das ist erstens unangenehm und dann hast du trotzdem, auch wenn du das abends machst, selbst bei Dunkelheit mit der Kopflampe, dass du zum einen immer die Königin riskierst, weil man nicht alles sieht und vor allen Dingen, man wäscht drinnen ja auch immer ein paar Bienen. Die gehen zwar raus, die retten sich und gehen dann im Abidea vor, sitzen dann am Flugloch, wollen sich das dann abputzen und ziehen damit selbst den nächsten Früh die Räuberbienen an und ein, zwei Räuberbienen in den Abidea, das kennt, denke ich, auch jeder. Wenn da eine leichte Räuberei hochkommt, sind sofort die Königin drinnen geknäuelt. Und man verliert bei so einem Futtergang, wenn man das dann macht, mindestens 20-30% der Königin, gerade jetzt so in der späten Zeit. Und wenn ich wie jetzt hier Futterteig reingebe, wechsle ich einfach nur, gib nochmal rüber da, wechsle ich einfach nur diese Taschen gegen die vollen, gegen die leeren. Und das ist wirklich eine schöne Sache, da hole ich keine Räuberei hoch. Das geht schön entspannt und ich habe die Abideas jetzt wieder für 14 Tage, 3 Wochen mit dem Futter versorgt. Wie gesagt, das ist das, was ich euch nochmal zeigen wollte. Wie gesagt, wir haben jetzt in jedem Abidea diese Milchpäckchen drinne. Hier, die sind jetzt zum Teil auch schon zum zweiten Mal wieder gefüllt. Man sieht das und das macht sich einfach wirklich schön. Gut, das war das, was ich zeigen wollte. Bis dahin, tschüss.